So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Ihr seht, es ist kein GPS-Signal da. Nein, es ist 6.09 Uhr. Der frühe Ramses fängt das Regiram. Ihr kennt das ja. Wir wollen jetzt einen Regiram-Raid machen. Es ist zwar keiner da, aber wir machen trotzdem einen. Wenn es gut geht, machen wir sogar einen Doppel-Regiram-Raid und einen Lucky-Regiram-Trade. Das ist auf jeden Fall richtig genial. Und ihr wisst ja, wie wir das immer machen. Wir gucken immer vorher kurz in die Go-Tool-App rein. Für Android, sage ich immer wieder. Da seht ihr nämlich Stufe 5. Regiram steht schon dabei. 26. Mai bis 16. Juni. 23.07 ist der 100er Wert. Den merkt man uns. Ihr braucht mindestens zwei Personen mit Wetterboost, entsprechenden Kondern, allen möglichen drum und dran. 2 Meter gelaufen und schon fertig mit der Welt. Und ihr seht wieder die Top-Konda, also überwiegend Drachen oder Gestein. Wir drücken mal wieder hier auf die Konda-Liste, da kopiert uns das die Pokémon-Nummern rein. Die tragen wir dann ein, wenn wir bei der Auswahl sind. Gucken mal, ob man Gutes bekommt und vor allem, wie gut das Lucky ist. Der Kenny ist nämlich da, den seht ihr nicht, den sehe nur ich. Wir fahren jetzt zum Friedhof, zum Schwimmbad, wollen 2 Stück machen. Deswegen rede ich nicht weiter, steig schnell ein, bevor er durchdreht und wegfährt. Bis gleich beim Regiram-Raid. So, da sind wir am Friedhof angekommen. Wie ihr vielleicht seht, hier sind wir am Hinterteil des Autos angelangt. Da haben wir erstmal die Handys reingelegt. Ich muss mir nur noch was suchen, wo ich die Kamera abstelle. Sieht alles so haarig aus. Nein, so unscheinbar. Muss ich so machen, sieht man mich zwar nicht, aber man sieht die Handys vielleicht. Werde ich jetzt so einfach kämpfen und mich dann im Fangbildschirm einfach zurückmelden. Vielleicht ist es beim Schwimmbad dann anders. Gucken wir mal. 6 Stück, Kenny 4 Stück, sind laut Adam Riese 9. Weil ich bin mit dem Großen noch gar nicht drin, sehe ich. Super. Da gehen wir auch mal rein. Den Wert habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube 23 irgendwas müsste es haben als 100er, wenn es nicht geboostet ist. Schauen wir mal. Vor allem, was es vorschlägt. Es hat jetzt Rihonyor, Groudon, Rihonyor, Dragoran. Okay, wir lassen die einfach mal drin, das ist bestimmt schlau und weiß, was es macht. Aber ihr habt gesehen, normalerweise nehmt ihr Drachen als die besten Konda, kommt aber wieder auf die Attacken an, was es hat. Aber wir probieren es mal so, da muss ich nicht jetzt alles umändern überall. Und bei dir jetzt auch Gesteins-Pokémon rein? Ja, oder Stein. Boden oder irgendwas? Dragomedeor hat's. Gut, da werden die Drachen sowieso gleich wieder alle umgefallen. Ja, ein Viertel der Zeit. So, das war's auch schon mit Regiram, ne? So legendär auf jeden Fall. Da hat sich's ausgeregiert. Wir stellen euch mal hier ab, fix zum Fangen. Beim Fangen, das müssen wir nämlich jetzt live machen. Live dabei sein. Mal gucken, ob ein Shiny dabei ist. Spaß. 28,42. Hat also Wetterboost. Wir gucken noch mal vorsichtshalber in die App. Irgendwas mit 28 ist auf jeden Fall das 100er. Das wissen wir ja. Nämlich 28,84 dürfte das 100er haben. So, wir gehen mal rein. Wir fangen es einfach mal. Das Gute ist, der hat zwar Flügel, aber der steht ja trotzdem auf dem Boden. Das heißt, der wird nicht die ganze Zeit dumm hin und her fliegen.
Der hüpft nur komisch. Oh mein Gott. Wie sieht das denn aus? Er hüpft, aber er fliegt nicht. Das heißt, er bleibt immer schön in der Mitte. Der geht nicht nach links, der geht nicht nach rechts. Das ist also gut. Da verliert ihr weniger Nerven. Sieht trotzdem irgendwie komisch aus. Ich weiß nicht. Ich dachte, der sieht richtig heftig und brutal aus, aber... Ich werf irgendwie immer zu kurz. Der Kreis ist aber trotzdem relativ groß, selbst wenn ihr einfach fabelhaft werft. Das dürfte also eigentlich kein Problem sein, wenn ihr einmal den Dreh raus habt. Und immer mit Ton spielen, dass er euch die ganze Zeit anschreit. Wieder zu kurz. Einfach mehr. Zack, und dann passt das schon. So, komm her, den nächsten kriegst du. Sieht er nicht. Was ist denn dein höchstes? 28,16. Ja, ich muss da mal schauen bei den anderen, was da dabei ist. Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Regiram. Los. 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 Ah, einfach fabelhaft. Wunderbar. So muss es aussehen und wieder rauskommen. Selbst wenn er jetzt flieht, ist er nicht schlimm. Wir haben ja gleich noch einen zweiten Raid. Dann haben wir also zweimal die Chance zu versagen und ihn fliehen zu lassen. Zwei. Immer noch nix. Komm Bruder, mach keine Faxen. Einfach fabelhaft, wunderbar. So kann das sein. Die Vögel unterstützen einen auch tatkräftig. Mit Gesang, Jubelschrei, Jubelfreu. Wieder zu kurz. Nach zwei, drei Versuchen lässt die Kraft nach. Komm, drei Stück noch. Unordentlich oben rausziehen. Immer Richtung nichts, da ist nämlich nichts. Andere haben immer gesagt, musst du Richtung Sperrtaste drücken. Die sind aber auf der anderen Seite. Das heißt, ich curve falsch rum. Ich muss immer Richtung Nordpol schießen, damit das klappt. Oh, 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 das sieht schlecht aus. Noch ein Ball. Aber noch einmal einfach fabelhaft. Wenn er jetzt rauskommt. So, wir stehen jetzt am Schwimmbad auf jeden Fall. Wieder wie immer, wieder wie eben. Mit Kofferraum, mit 1000 Handys. Und ich verstehe es nicht. Auf dem großen geflohen. Gut, ich habe auch nicht so gut geworfen. Auf dem großen Fleets, auf allen anderen Accounts ist es einfach drin geblieben. Meistens im ersten Ball oder im zweiten Ball. Also, ich musste mir jetzt einen grünen Pass kaufen. Die Fanrate-Pässe gehen ja nicht, wenn du an der Arena stehst. Die gehen ja nur, wenn du wegstehst. Und ich kann ja nicht fünf Accounts liegen lassen, um mit einem aus der Ferne zu spielen. Das hätte gar keinen Sinn. Es hat wieder mal Boden und Gestein reingenommen. Bei den anderen auch. Super, da musste ich nicht mal heilen. Denn alles, was tot war, waren noch Mewtwos von dem letzten Raid. Und das Beste eben war ein 28,59. Ein 28,58 hatte ich auch dabei. Irgendwas 28,40 noch. Also, die haben eigentlich gut abgestaubt. Auch alles mit Wetterboost. Der Große natürlich nicht. Der hat gar nichts gestaubt. Ne? Da hat es nur gestaubt, als das Pokémon geflohen ist. Aber mal gucken, wir haben ja noch eine Runde. Und wir sind sogar Glücksfreunde mit dem Kenny geworden eben. Eigentlich wollte ich ja mit dem Iversoft-Account tauschen, ein Lucky. Jetzt kann ich aber mit dem Kenny tauschen direkt. Hat er was davon, ich habe was davon. Vorausgesetzt, ich fange das jetzt. Aber ich streng mich jetzt an. Jeder Wurf einfach fabelhaft und dann passt das. Jetzt habe ich ja geübt, jetzt weiß ich ja, dass ich mich anstrengen muss und worauf es ankommt. Wir stellen euch wieder ab, knüppeln noch ein bisschen drauf und dann... Jetzt habe ich die Handys gar nicht zurechtgelegt. So, jetzt aber... Hä? Wieso ist der Iver Kids in der neuen Lobby gewesen und hat jetzt noch 5 Sekunden gebraucht? Das verstehe ich nicht.
Ja, ich weiß aber nicht warum. Die sind doch alle gleichzeitig rein. Oh, ihr seht, locker und easy, schon wieder noch über 200 Sekunden übrig. Wir sind nur zwei Mann, also mit zwei Mann schafft ihr das ganz easy, wie ihr seht. Mit 100 Accounts auf jeden Fall. Wir drücken mal kurz durch, wir gucken mal, wie viel es jetzt hat. Ist ja bestimmt immer noch geboostet. 28,32, leider nicht so gut wie das eben. Aber wenn wir das eh tauschen wollen, ist es ja egal. Dann ist es ja gut, wenn es weniger hat, damit es eben noch besser werden kann. Wir können auch mal kurz auf die anderen gucken. Wundert euch nicht, der ist irgendwie in einer extra Lobby, ich habe keine Ahnung warum. Der ist als erstes reingegangen und ist trotzdem in einer extra Lobby danach gelandet. Als ob die erste schon voll gewesen wäre, aber hat er jetzt Pech, muss er warten. Hier haben wir 28,19, 28,19, 28,35. 28, genau. Ist also alles nicht so krass. Die vorherige Runde war auf jeden Fall besser. Wir müssen aber jetzt noch fangen. Jetzt geht's um die Wurst. Jetzt müssen wir uns anstrengen. Deswegen Contenance, ne? Kreis einstellen. Zack, einfach fabelhaft. Was habe ich gesagt? Und das machen wir jetzt so oft, wie der Ball da ist. 13 Mal, genau, machen wir das noch. Hab nicht geguckt, wie viele ich hatte. 14 Stück. So ein komisches Gummihuhn. Zweimal hat es schon funktioniert. Wunderbar. Eins. Und wieder raus. Ich meine, auch selbst wenn ich vorhin komisch geworfen habe und mal einen daneben habe oder so, es hätte ja trotzdem so gnädig sein können im fünften, sechsten Ball drin. Denn bei den kleinen Accounts, wie gesagt, erster Ball geworfen drin, beim anderen zweiter Ball drin, beim nächsten dritter Ball drin, beim nächsten wieder zweiter Ball. Nur der auf dem Hauptaccount war hartnäckig. Das glaubt mir jetzt wieder keiner. Habe ja keinen Videobeweis. Man sieht ja nur, dass es geflohen ist. Nein! Das war's mit der einfach fabelhaft Serie. Bin ich hängen geblieben und es ist drin. Der erste Ball, der versaut ist und es bleibt drin. Also, das ist gut, so müsst ihr das machen. Neuer Pokédex-Eintrag auf jeden Fall. Ich muss trotzdem sagen, der lässt sich relativ gut fangen. Auch wenn es bei mir so problematisch aussieht. Ihr könnt ihn auf jeden Fall sehr gut werfen. Dadurch, dass der auch so aggressiv ist und so oft angreift, müsst ihr nicht so lange warten, könnt immer gleich drauf schießen. Er geht nicht nach links, er geht nicht nach rechts, er hüpft mal kurz, aber er hüpft schnell und komisch. Aber ihr könnt gut treffen, sage ich einfach mal. Habt ihr auch Probleme beim Werfen? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir bewerten mal kurz. 13, 15, 10. Perfekt für einen Glückstausch, ne? Ich glaube, wir machen aber noch mal kurz Pause. Ich fange so lange die anderen, bis der Kenny soweit ist. Und dann machen wir noch fix den Lucky Trade. So, da bin ich noch mal zurück. Eigentlich wollte ich ja gerade mit dem Kenny tauschen. Das ging aber irgendwie nicht. Bei mir kam die Meldung, Glücksfreund mit Kalsari-Can. Bei ihm kam gar nichts. Ich habe ihm das auch gezeigt, dass er bei mir drin steht als Glücksfreund. Er hat bei sich nochmal geguckt. Ich stand einfach ganz normal drin. Also es hat auch nach dem Neustart der App nicht den Glücksfreund angezeigt. Ich habe ihm dann eine Anfrage geschickt. Bei mir stand da Glückstrade, bei ihm stand normal. Wir wollten das dann nicht riskieren. Deswegen muss ich es jetzt anders machen. Aber ich habe den Ivar Soft Account zum Glück noch in der
Rückhand. Wir können also... Ja gut, da muss ich ja jetzt keine Regiram abgeben. Da kann ich ja jetzt auch einfach einen Driftlon nehmen. Was ist denn jetzt? Unbekannter Fehler beim Tauschen, okay. Wir gehen nochmal zurück. Wir sehen, alles ist super. Wir schicken nochmal eine neue Einladung. Wir gehen nochmal drauf. Ei? War? Soft? So. Iversoft hat sich verbunden, sehr schön. Wir wählen also das Regiram aus für den großen Account und der kleine bekommt einfach mal... Ach komm, wir wollen nicht so sein, wir geben das weg, 2832. Wir geben dem auch einen Regiram für seine Mühen. Ist ja auch nützlich, kann ja im Kampf dann auch helfen. Wir tauschen jetzt die beiden. Tauschabklingzeit. Ich habe nichts getauscht und es ist eine Tauschabklingzeit da. Jetzt sieht man nicht mal die Animation, wie es tauscht und wie es rüberfliegt. Jetzt seht ihr nur, was der andere bekommen hat, nämlich 2826 als Glücks-Pokémon. Und was hat der Ramses bekommen? Verarschen. Alter, guck dir das an. Ich gebe da mal ein paar Bonbons drauf. Ich push den jetzt aufs Maximum. Wie viel brauche ich? 220. Ich habe Sonderbonbons, mir ist scheißegal. Wir machen 220 Sonderbonbons drauf. Zack. Power up. Wir pushen einmal das Regiram hoch. 97.000 Staub. Das ist aber günstig. 1154 WP bekommt es dazu. Kommt auf 4038. Guckt euch das an. 100% Lucky Regiram am ersten Tag. So muss das sein. Richtig fette Sache. Also ich bin sprachlos. Das war's von meiner Seite aus. Habt ihr schon ein Regiram heute gemacht? Schreibt's mal in die Kommentare. Was ist euer bestes Regiram? Schreibt's mal rein. Habt ihr auch schon ein Lucky? Schreibt's alles rein. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Guten Tag. Guten Tag.